Ja, hallo und herzlich willkommen heute im Video 3 zum Thema Mailing-Boss und speziell zur Anlage einer neuen Liste. Und wie immer präsentieren euch das der Andi. Und der Thomas. Andi, dann übergebe ich an dich und du kannst gerne loslegen. Okay, danke dir, Thomas. Heute geht es, wie gesagt, gerade darum, wie man eine neue Liste erstellt. Und ihr könnt ja sehen, es gibt schon eine Liste, die wird ja automatisch erstellt, wenn ihr euren Mailing-Boss-Account quasi einrichtet, wird diese Liste automatisch erstellt. Wir wollen euch jetzt erstmal zeigen, wie man diese löscht. Denn wir wollen euch ja zeigen, wie man eine Liste neu erstellt. Deswegen werden wir die mal löschen. Und ihr habt hier diesen kleinen Button mit diesem X. Ihr seht, da steht Löschen. Klickt ihr einfach drauf. Und dann steht hier unten, ich verstehe, lösche es und wir werden jetzt die Liste mal löschen. Und jetzt habt ihr keine Liste mehr drin stehen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr eine neue Liste anlegen könnt. Und zwar, ich gehe mal wieder auf die Startseite und ihr seht, es ist die erste Liste verschwunden. Und jetzt habt ihr hier in der Mitte, erstelle eine neue E-Mail-Liste stehen. Ihr könnt quasi jetzt den einfachen Weg gehen, direkt wenn ihr euch in euren Mailingboss-Account einloggt und hier einfach eine neue Liste erstellen. Oder den etwas komplizierteren. Hier oben auf Listen klicken und dann in dieses Listenmenü gehen und über diesen Punkt Neue Liste eine neue Liste erstellen. Ich werde es aber mal in dem Eingang machen, denn das ist das Einfachste. Wir nennen die einfach mal Max Mustermann Testliste. Ihr müsst immer einen Namen vergeben, damit ihr euch später daran erinnert, welche Liste ist denn eigentlich für was. Denn ich sage euch jetzt schon im Vorhinein in 3 bis 6 bis 12 Monaten werdet ihr nicht mehr wissen, welche Liste für was sein wird, wenn ihr eure Liste nicht wirklich benennt. Zum Beispiel Thema, ja, wenn ihr ein Webinar macht, zum Beispiel nennt sie Webinarliste. Wenn ihr eine Landingpage erstellt, wo ihr ein E-Mail-Formular einbaut, dann nennt diese Landingpage und den Namen der Landingpage dazu, damit ihr am Ende immer wisst, welche Liste zu welcher Landingpage, zu welcher Webseite, zu welchem Funnel gehört. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier wird noch ein Anzeigename eingetragen. Den könnt ihr ebenfalls wählen wie hier oben. Der wird nur intern angezeigt und hier eine kleine Beschreibung. Zum Beispiel die Liste für unser Mailing-Boss-Webinar. Und dann klickt ihr hier einfach auf Weiter und schon ist die erste Liste angelegt. Jetzt geht's weiter. Jetzt übergebe ich an den Thomas und er erklärt die nächsten Schritte jetzt. Was müssen wir jetzt weiterhin machen, Thomas? Also, erstmal vielen Dank, Andi. Man sieht jetzt in den ersten drei Feldern das, was du vorne eingegeben hast, die Max-Mustermann-Testliste als Name, als Anzeigename und unten drunter die Beschreibung. Genau. Dann sind die nächsten Einstellungen, die sind wichtig. Ich erkläre das mal auch für denjenigen, der sich noch nicht so damit beschäftigt hat. Wenn ich eine Landingpage oder also eine Seite habe, wo ich ein Formular drauf habe und mit diesem Formular mal mindestens die E-Mail-Adresse von jemandem einsammeln möchte, dann nennt man das ein Opt-in. Also derjenige trägt sich ein und im zweiten Schritt, sage ich mal, kommt er dann in meine Liste. Und jetzt gibt es das sogenannte Single Opt-in, wenn du das mal eben aufklappst, und das sogenannte Double Opt-in. Der Unterschied bei beiden ist, Single Opt-in, der würde seine E-Mail eintragen und wäre sofort in der Liste. Da das aber in der Europäischen Union mit der Datenschutzgrundverordnung nicht erlaubt ist, wählen wir hier als Opt-in das Double Opt-in. Das heißt, er gibt uns seine E-Mail, bekommt eine E-Mail von uns und diese muss er erst bestätigen, dass er es auch war. Und erst dann kommt er in unsere Liste. Das Gleiche gibt es für das Opt-out, das heißt, derjenige, der möchte nicht mehr in eurer Liste sein, ja, der hat jetzt genug von euch und will keine Nachrichten mehr bekommen. Und hier stellen wir es der Einfachheit halber auf Single ein, damit er es so einfach wie möglich hat, aus der Liste rauszukommen. Dann können wir noch, warte eine Sekunde, unten drunter genau die sogenannten Tags eingeben. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ganz genau. Damit wir wissen, okay, diese Fähnchen, die wir da quasi vergeben, um wen geht es da? Ja, das
muss man nicht machen. Wenn ich viele Listen habe und viele Abonnenten, macht das natürlich irgendwann durchaus Sinn. Dann kannst du auf Weitergehen, genau, Dankeschön. So, und jetzt hat er erstmal die erforderlichen Sachen alle angelegt. Ihr seht das oben in dem grünen Bereich, Ihr Formular wurde erfolgreich gespeichert. Jetzt kommen wir auf die individuellen Felder, das heißt, wir sind jetzt wieder gedanklich auf der zum Beispiel Landingpage und haben ein Formular dort. Und in diesem Formular legen wir jetzt fest, was soll da überhaupt gefragt werden. Also was wollen wir von denjenigen alles einsammeln? Grundsatzregel, weniger ist hier mehr. Ja, also E-Mail ist hier voreingestellt, weil die brauchen wir mindestens dafür. Und dann könnt ihr zum Beispiel das Vornamenfeld noch mit ein, also abfragen, den Nachnamenfeld. Ihr könnt verschiedene Sachen zur Datenschutzgrundverordnung einstellen. Ihr habt unten drunter benutzerdefinierte Felder, wie Textfelder, Dropdown-Menüs, Mehrfachauswahlen, ein Textfeld in groß hinzufügen, eine Checkbox, ein Radio-Field, das sind ja so kleine Button, die man anklicken kann, wie so kleine Punkte, Datum und Uhrzeit. Also ihr seht, es sind wahnsinnig viele Möglichkeiten. Nochmal, weniger ist mehr, weil wenn jemand was angeben muss, fragt euch mal selbst, wenn ihr auf einer Webseite seid und müsst irgendwo was angeben. Ich glaube, wenn ich 10 Sachen angeben müsste, ist jeder wahrscheinlich genervt. Unten drunter seht ihr dann das, was ihr angeklickt habt, oben seht ihr dann erstmal die Einstellung, um was es geht, die Bezeichnung. Das ist jetzt einmal die E-Mail, die wir oben genau eingestellt haben. Dann haben wir den sogenannten Tag. Auch hierfür gibt es einen internen Tag, damit das Programm das verarbeiten kann. Dieser Tag ist hier E-Mail. Dann haben wir die Möglichkeit, es zu einem Pflichtfeld oder keinem Pflichtfeld zu machen. Und Andi, wie du siehst, du kannst das jetzt hier nicht anklicken. Ja, genau, das ist immer Pflichtfeld. E-Mail ist auf jeden Fall immer voreingestellt als Pflichtfeld, weil genau. Ein Feld muss ja da sein. Genau. Wenn jetzt das zweite Feld genommen wird, das auch noch als Tipp zur Datenschutzgrundverordnung, ihr würdet zum Beispiel den Vornamen abfragen, macht es so, dass ihr das nicht zu einem Pflichtfeld macht. Dann macht ihr euch auf keinen Fall angreifbar. Derjenige kann entscheiden, ob er es eingibt. Wenn er es weglässt, kommt er trotzdem weiter. Der Andi erstellt mal gerade eben das nächste Feld, damit wir das mal sehen. Erklären können. So, jetzt haben wir einmal noch neben dem E-Mail-Feld einmal unten das Vornamenfeld eingestellt. Das können wir auch gerade mal ändern in der Bezeichnung, Andi. Den Tag können wir lassen, genau. Und dann, genau, so dass wir sagen, das ist auf Deutsch halt, ne, Vorname. So, dann was der Andi gerade macht, ist die Reihenfolge, wie erscheinen die Felder in eurem Formular. Und in der Regel ist es so, wenn ich jetzt abfrage, ist es schön, vielleicht das Vornamenfeld als allererstes sogar zu machen, dann, wenn ich den Vornamen nehme und danach die E-Mail und danach das Häkchen oder die Checkbox für die Datenschutzgrundverordnung. Ja, weil der Name ist wichtiger als Gefühl für den Menschen, als eine E-Mail. Deswegen sollte das vorangestellt werden. Und Andi, kannst du noch mal eben kurz groß ziehen bei Vornamen? Dann können wir da noch mal eben zeigen, wo das Pflichtfeld. Genau, das reicht schon, super. So, hier habt ihr die Möglichkeit, das umzustellen. Und wie gesagt, nur das als Tipp, ich würde es auf Nein stellen. Dann haben wir die Möglichkeit, es sichtbar zu machen oder nicht sichtbar, also versteckt zu machen. Und die Reihenfolge haben wir gerade schon gezeigt. Mit dieser Reihenfolge bestimmt ihr, wie das Formular aufgebaut ist. Nochmal einmal ganz kurz groß. In irgendeinem Feld, ist egal. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wir hatten nochmal, Andi, über diese Wertevorgabe gesprochen. Standortwert.
Ja, genau. Und hier könnte man diese Standardwertvorgabe für sich selber anlegen halt. Ja, sprich die Wertigkeit, wie wichtig ist mir das? Das Ah, okay. könnte man ja auch machen. Ich habe es nie gebraucht, ja, weil das einfach Statistiksachen sind. Wer ein bisschen Statistik-Nerd ist, der wird es vielleicht auch gerne nutzen können dann halt. Ja, gar nicht abwertend gemeint, sondern ne? Was genau kann man oder sollte man hier eintragen, wenn man das nutzt? Das sind die Werte, die man im Account vorgegeben hat. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, zwischen 50 und 100? Ja, ich erinnere mich. Ja. Das war in einem Video, wo wir das beschrieben haben. Und dort könnte man das hier, sag ich mal, auch eingeben als Wertigkeit Ah, halt. okay, also 100 oder 50 oder 20 zum Beispiel. Richtig, Okay. genau. Ne? Okay. Und einen Hilfetext, sage ich mal, wenn ich mir den noch anlegen will, könnte ich den vorne auch noch mit eingeben. Okay. Dann gehen wir auf Speichern. Genau. So, und dann hätten wir vom Grundsatz her die E-Mail-Liste bestimmt.